Guten Morgen und ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Heute packen wir zusammen die Türchen mit der Nummer 15 aus. Wir starten gleich mal wie immer beim gleichen Kalender. Hier ist noch das von der 1, das ging nicht wieder zu, aber die 15 ist hier. Schauen wir doch mal, was da drin ist. Man kommt immer so ein bisschen schwer rein. Oh! Sieht nach einem Lipgloss aus. Ja, ein Lipgloss von Smile. Gibt es da eine Farbe? Nicht wirklich. Nee, es steht da keine Farbe dran. Aber es ist ein hübsches, so ganz helles Rosa. Das Gold ist nur der Schimmer quasi. Ja, finde ich ganz gut. So, bei den Gewürzen haben wir hier Chai-Küsschen. Chai-Küsschen, Biergewürzblütenzucker-Zubereitung. Oh, lecker, für ein Chai zu machen. Das finde ich ja super lecker. Und ich glaube, ich habe aus Versehen gestern das von gestern noch mal rein, ja, aus Versehen wieder reingesteckt. So. Nummer 15 ist hier diese Tüte. Wie ist das bei euch? Habt ihr denn alle schon eure Weihnachtsgeschenke? Ich dieses Jahr bin so spät dran. So, schaut mal, in der Tüte war hier von Echo Park die Schablone. Das ist so eine 6x6 große Schablone. Hat die einen Namen. Da steht nur Off Perfect Christmas. Doch, Sparkling Snowflakes Dancer nennt sich das. Ja, so ganz hübsch für winterliche Motive. So, bei meinem Kreativkalender, da steht sogar mein Name dran. Ich weiß gar nicht warum. Wer kannte da meinen Namen und wusste, dass dieses Tütchen genau dieses Tütchen für mich ist? Schauen wir doch mal, ob wir da rankommen. Die Frage ist, ob das jetzt so geschlossen ist, dass ich das relativ leicht aufbekomme, oder ob es hier einen Doppelknoten hat und ich komme da nicht dran. Ob es jetzt nicht zu nah an der Kamera. So. Ich glaube, das wird schwierig. Ich schaue mal von hier oben, aber da sehe ich nichts, also werde ich da wohl ein bisschen was aufreißen müssen, um da dran zu kommen, weil ich da sonst nicht rankommen. Oh, was ist das denn? Das ist ja süß. Ein Schlüsselanhänger mit meinem Namen. Nein, das gibt's ja gar nicht. Schaut mal. So. Ja, komm, Kamera, du schaffst es. Ich drehe mal die Perlen so, dass sie alle in eine Richtung zeigen. Die haben alle verschiedene Farben. Will ich fokussieren? Ich lege es mal hier unten hin. Ich glaube, dann geht es besser. Da. Ein Schlüsselanhänger mit meinem Namen. Ich nehme an, jeder hat einen mit seinem Namen bekommen. Das ist eine süße Idee. Wow, danke schön. So, kommen wir zu diesem Umschlag mit der Nummer 15. Da ist was richtig Schweres drin. So, ich schüttel das mal einfach aus. Das sieht aus wie ein ganzer Block. Und zwar, ja, Let's Cruise. Schauen wir mal, ob wir da mal reinspickern können. Vorne ist sicherlich zugeklebt, aber hier an den Seiten. So maritime Muster. Ja, bin ich mal gespannt. Also hier sind ja die Papiere auch schon abgebildet, aber man sieht immer nur einen kleinen Abschnitt oder Ausschnitt. Ja, coole Idee. Upsa. So, wir müssen alles hier ein bisschen stapeln. Ja. Das lässt sich gerade noch stapeln. So, jetzt kommen wir zum Duft. Adventskalender. Die 15 ist hier. Und da haben wir jetzt ein großes Öl. Und das ist, ich lege uns das mal am besten, Moment,
lege uns das am besten mal wohin. Vielleicht hier auf den Baum. Und hoffe, dass er dann das scharf stellt. Wobei, ich könnte ja an der Kamera vorbeischauen. Patchouli Bio steht da drauf. Patchouli, spricht man das so aus? So könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Wow, super. Noch eine ganze Größe, also eine volle Größe. Das ist jetzt die dritte volle Größe, die hier drin war. Hier, da und da waren große Größen drin. So, unser letztes 15er Türchen heute ist auf dieser Seite. Da könnt ihr auch meine ganze Sammlung hier sehen. Oh, sehr schön. Ein Lavendelduftkissen braucht man immer. Also ich finde für den Kleiderschrank so gegen die fiesen Motten. Ja, Lavendelduftkissen. Und das ist hier sogar eins, was oben offen ist. Das heißt, man kann es auch immer wieder nachfüllen. Die meisten, die ich nämlich habe, sind vernäht. Und dann kann man nicht einfach frisch in Lavendelsamen nachfüllen. Ja, klasse Idee, finde ich. Kommt hier drüber in meine Sammlung. Ja, das waren interessante Türchen, wie ich finde. Für von heute hier. Und das ist ja auch, hat sie für jeden, deswegen hat sie Peggy draufgeschrieben, hat sie für jeden den eigenen Spruch, den eigenen Namen aufgefädelt. Wow, tolle Sache. Das ist mal genial. So, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, so der Einblick in die Adventskalender. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Macht was Schönes. Ja, wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Peggy.